Ja, hallo, schön, dass ihr heute da seid. Ganz kurz ein kleines Workout, ein Mini-Workout zum Thema Ampelsystematik des Marketing-Management-Prozesses. Worum geht es hier? Ihr kennt alle, je nachdem, aus welcher Universität, aus welcher Hochschule oder aus welcher Schule ihr kommt, kennt ihr die sogenannten Marketing-Management-Prozesse von Meffert, von Philipp Kotler, von Tom Peters. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche, auch das von St. Gallen. Und ich möchte euch hier eine Methode kurz zeigen, wie ihr euch ganz einfach diesen Ablauf oder diese Prüfpunkte merken könnt. Und ich vergleiche das immer mit einer Ampel. Eine Ampel hat drei Farben: Rot, Orange, Grün. Rot heißt Stopp, stehen bleiben, Überblick verschaffen. Wie sieht es aus? Darf ich, kann ich über die Straße gehen? Dann kommt nach dieser kurzen Analyse praktisch, schalte die Ampel auf Orange um. Das heißt, ich überlege mir jetzt, naja, gehe ich über die Straße? Wie gehe ich über die Straße? Gehe ich links rum? Gehe ich rechts rum? Oder vielleicht, jetzt habe ich gar keine Lust mehr, ich gehe überhaupt nicht mehr über die Straße. Und dann, nachdem ich diese strategische Entscheidung getroffen habe, schaltet die Ampel auf Grün um und es kommt dann die operative Umsetzung, mein Verhalten. Ich gehe dann über die Straße in einem von mir gewählten Weg, für den ich mich dann aufgrund der Strategie entschieden habe. Und genauso funktioniert es eigentlich im Marketing. Ja? Also ganzheitliches Marketing-Management kannst du dir am besten vorstellen oder merken, wenn du das eben so mit dieser Ampelsystematik vergleichst und die dir einfach merkst, weil du dann auch im Verkaufsgespräch, und dafür habe ich es ja auch gemacht, wenn du in einer Präsentation bist, wenn du in einem Verkaufsgespräch bist, wenn du in einem Brainstorming bist, dass du im Kopf für dich selber diese Ampel beibehältst und dann diese Prüf- und Checkpunkte auch immer abspulen kannst, um dann letztendlich im scharfen Schuss nichts zu vergessen, was dann vielleicht eben sehr gefährlich werden kann. Also denk dran, alle Managementprozesse, die es gibt, basieren letztendlich auf einer Dreiteilung. Okay, ich zeige euch das mal kurz. Also, am Anfang steht immer die sogenannte Analyse, dann kommt die Strategie, wie schon erwähnt, und dann eben die operative Umsetzung, der sogenannte Marketing-Mix. Am Anfang steht immer Stopp. Ja, Stopp. Also ihr habt ein Vorhaben und ihr wisst nicht genau, wie machen wir das, wie soll ich die Kampagne entwickeln, wie soll ich die Konzeption entwickeln, wie soll ich den Marketingplan entwickeln. Halt, am Anfang Stopp, Ruhe bewahren. Das Erste, was du machst, ist, bevor du eine Marketingkampagne, ein Konzept oder irgendein Vorhaben planst und realisierst, verschaffe dir erstmal auf der Analyseebene einen Überblick. Ja, das heißt, du schaust dir an, was ist denn eigentlich der Ist-Zustand? Und dazu scannst du praktisch dein Umfeld. Und dieses große Umfeld, wir haben das, die Studenten von mir in meinen Kursen sind oder Kunden, die meine Vorgehensweise kennen. Als Erstes scannen wir die sogenannte Makroumwelt. Also das heißt, wo sind wir mit unserem Unternehmen eingebettet? Wir sind ja nicht in einer Käseglocke. Welche Chancen und Risiken mit Blick auf unser Vorhaben kommen denn aus dieser externen Umwelt auf uns zu? Und welche dieser möglichen Veränderungen, dieser Changes, müssen wir unbedingt auf dem Radar haben, um dann nicht Schiffbruch bei einer Kampagne oder bei der Einführung eines Produktes zu erleiden? Hier gehören auch die ganzen Megatrends rein, bitte. Aber das werden wir dann separat noch genau besprechen. Ja, und dann gehen wir eine Ebene tiefer. Wir gehen dann auf die Mikroumwelt, also auf den Markt, den relevanten Markt. Wir gehen auf das eigene Unternehmen mit seinen Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenzialen ein. Wir gehen auf die Wettbewerber ein mit direkten und indirekten, also die indirekten und direkten Wettbewerber. Und dann schauen wir uns natürlich die Bedarfsgruppe, die Zielgruppen an, die Personas mit ihren Motiven. Okay? Aber dazu haben wir ganz, ganz viele Einzelpräsentationen und Einzelvideos hier auf diesem YouTube-Channel. Das soll ja hier nur die Ampelsystematik kurz vorstellen. Also Stopp, checke Makro- und Mikroumwelt. Warum? Makroumwelt checkst du, um an die Chancen und Risiken heranzukommen und die Mikroumwelt, um an die Stärken und Schwächen heranzukommen, die du hast im Blick auf die Befriedigung deiner Bedarfsgruppen in Abwägung mit den stärksten Wettbewerbern. Also Chancen, Risiken, Stärken und Schwächen. Und warum machen wir das? Klar, am Ende schmeißen wir das alles in eine SWOT-Analyse
machen einen sogenannten SWOT-Optionengenerator, um dann schon bestimmte Optionen zu haben, um die Frage, wenn die Ampel jetzt umschaltet auf Orange, wohin? Wenn wir also im strategischen Bereich sind, wohin können wir denn jetzt gehen? Das heißt, jetzt haben wir schon mit dem SWOT-Optionengenerator, kommend aus der Analyse, haben wir uns überlegt, welche strategischen Optionen haben wir, wohin marschiere ich und was will ich erreichen. Das heißt, wir sprechen hier von den Moves. Welche Moves können wir jetzt machen? Und weil wir uns diese Optionen eben in der Analyse schon teilweise erarbeitet haben, eben mit diesem SWOT-Optionen-Generator, können wir jetzt diese strategischen Stoßrichtungen, diese Moves sehr einfach definieren, nennen, die hier in diesem Fall Sinn machen. Was gibt es denn jetzt für Optionen? Ich habe euch mal ein paar grundsätzliche Reihen für die Systematik. Wir können sagen, wir wollen das, was wir haben, halten. Wir wollen in die Konzentration gehen. Die sich auskennen, wissen, Porter links. Wir wollen in die Konzentration gehen. Wir wollen Ballast über Bord werfen. Oder wir wollen aus Sicht der Kunden ein Spezialist werden. Wir wollen die Preise nach oben fahren, müssen aber dann, weil die Spezialisierung uns ja von den Kunden zugeschrieben wird, eben ganz spezielle Produkte etc. liefern. Oder wir gehen rechts, Porter, wir gehen in die Expansion und sagen, wir machen über die Menge, wir expandieren über die Menge, über die Masse. Oder wir stellen fest, mein Gott, die Märkte verändern sich so schnell, wir schaffen das eigentlich gar nicht mehr alleine. Wir müssen kooperieren, also kann die strategische Ausrichtung die Kooperation sein. Oder wir stellen fest, aufgrund der sich zu schnell veränderten Welt, aufgrund bestimmter Megatrends, aufgrund von sogenannten disruptiven Techniken, schaffen wir es einfach mit unserem derzeitigen Geschäftsmodell nicht, mehr Erfolg hier auf diesen digitalen Spielplätzen zu haben und einzufahren. Und wir entscheiden uns vielleicht strategisch auf einen geplanten Rückzug. Also, und denkt dran, diese Optionen, die wir hier erreichen wollen, ja, diese Stoßrichtungen, sind alles Sollzustände. So soll es sein. Also wenn wir in der Analyse den Ist-Zustand abgeklärt haben, dann haben wir hier den Soll-Zustand. Was gehört jetzt nun in die Strategie? Die Strategie beschreibt im Marketing dann eben das Marketingziel und das werden wir dann operationalisieren. Es beschreibt die Marketingzielgruppe. Wer ist denn unsere Zielgruppe? Kommend aus den Segmenten bis hinunter später dann in der Kommunikation die Bedarfsgruppe. Und ganz, ganz, ganz wichtig an dieser strategischen Stelle, wie wollen wir uns positionieren? Also die Positionierung ist einfach extrem wichtig. Extrem wichtig in der Praxis. Ja. Was ist unser Alleinstellungsmerkmal? Wie können wir Alleinstellungsmerkmale entwickeln? Wie schaffen wir Spezialisierungs- und Positionierungsstrategien auch als mittelständisches Unternehmen uns hier entsprechend in den Märkten aufzustellen und uns zu positionieren. Ja, also wie kommen wir von der Austauschbarkeit zu einer Alleinstellung? Wie schaffen wir es, Top of Mind zu werden? Und das ist also ein Thema der Positionierung. Und die Positionierung ist also ganz, ganz wichtig und ist es schon immer gewesen. Ja, also wie stellen wir uns in den Augen der Kunden dar? Wie wollen wir subjektiv wahrgenommen werden? Welchen Platz nehmen wir beim Denken unserer Bedarfsgruppen ein? Ja? Und welchen Eindruck, was nehmen die mit? Welche Einstellungen über uns? Letztendlich, welches Image verschaffen wir und welches Image können wir dann in den Köpfen der Zielgruppen positionieren? Also das Konzept der Positionierung ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt und begonnen in der Werbung hat das Positionierungskonzept, also als Werbestrategie Al Rice und Jack Trout. Und die haben dieses ganz bekannte Buch geschrieben, Positioning, eigentlich ein uraltes Buch. Aber ihr solltet euch das, wen es interessiert, lest euch das durch. Das hat von seiner Sprengkraft bis heute nichts
verloren und es wurde, glaube ich, 1996 geschrieben. Aber schaut euch das an, es ist hochinteressant und das ist genau das, was man hier an dieser Stelle macht. Ja, also es geht um die Frage, warum soll der Kunde mein Produkt kaufen und nicht das der Konkurrenz. Okay, haben wir das geschafft? Schaltet die Ampel um und jetzt gehen wir in die operative Umsetzung in den Marketing-Mix. Also, nachdem du die Positionierung klar formuliert hast, in einem sogenannten Positioning Statement, auch das werden wir hier in einem kleinen Movie mal bearbeiten, wie man das macht, dann schaltet die Ampel um und du kommst letztendlich zu deiner operativen Umsetzung und merk dir gleich, bei der operativen Umsetzung bist du in dem sogenannten Marketing Mix, ursprünglich immer bezeichnet als die 4 Ps, Product, Price, Promotion und Place, also Produkt, Preis, Kommunikation und Absatzkanäle. Absatzkanäle meint die Places online oder offline oder gemischt oder Omnisale. Und heute addieren viele, wie eben auch Philipp Kotler, zu diesen 4 Ps, Product, Price, Promotion, Place, eben noch die anderen Ps wie People, Process und Programs. Aber auch das werden wir dann in den Einzelseminaren machen. Ja, ich hoffe, es war interessant für euch. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, alles Weitere hier wieder auf meinem YouTube-Channel und tschüss.